Etwa 45 Teilnehmende, die mit dem Thema Fachkräftemangel offensichtlich ein gutes Thema vorfanden. Eine sehr rege Diskussion. Also es war gut zu erkennen, welche Probleme wir eigentlich mittlerweile alle bei dem Thema Personal haben und wie schwer das immer mehr wird. Aber auch welche Lösungen es gibt. Und das war eigentlich das, was ich heute hier mitnehme. Die wir heute dabei hatten, hatten spannende Ansätze, hatten gute Lösungsansätze, die auch für die anderen, die dabei waren und sie so noch nicht hatten, hochinteressant und spannend waren. Also eigentlich genauso, wie es sein soll. Fach.Kräfte.Mangel. Weil alle drei Themen müssen separat behandelt werden und alle drei Punkte müssen auch separat gesehen werden. Also wir suchen auch Fachkräfte, wir suchen aber nicht nur Fachkräfte, wir suchen Mitarbeiter im kompletten Unternehmen. Ich glaube, die Herausforderungen sind, Integration ist ein Riesenthema, Azubis, die Integration der Jugend ist ein Riesenthema. Also da kommt viel auf uns zu. Ich gucke natürlich hauptsächlich aus der Sicht der Ausbildung, muss ich sagen. Ich bin Ausbildungsleiter und da finde ich in der kurzen Zeit, die ich schon dabei bin, ist schon ein krasser Rückgang der Bewerbung eingegangen und auch, wie ich finde, ein krasser Qualitätsrückgang der Bewerber, die ich da vor mir finde. Und das finde ich schon besorgniserregend. Und was mich da am meisten bewegt, sind natürlich Lösungsansätze. Deswegen habe ich hier auch heute daran teilgenommen. Meinung anderer, wie sehen die das? Haben sie die gleichen Probleme? Machen sie die gleichen Erfahrungen? Und dann einfach auch zu gucken, wo setzen andere Unternehmen an, um dieses Problem entgegenzuwirken. Die Unternehmen können uns ihre Azubis schicken. Wir können pädagogische Arbeit machen, wir können Nachhilfe leisten, wir können Begleitung in der Ausbildung leisten, je nachdem mit welchem Rucksack an Problemen die Jugendlichen zu uns kommen. So ganz ausbildungsreif gehen die Jugendlichen nicht in die Ausbildung mittlerweile. Wir haben allein in den Berufsorientierungsprogrammen, die in der 7. und 8. Klasse stattfinden, merken wir einen immer stärkeren Abfall der Leistung. Das machen wir seit über 10 Jahren. Ich bin seit über 30 Jahren in der Bildung und ich kann das wirklich nur bestätigen, dass es immer schwieriger wird, einen Azubi in die Firma zu bekommen, der sofort loslaufen kann. Die Herausforderung zu wissen als Handwerker, oh, ich kann ja überall anfangen, bringt uns natürlich in die Lage, wir müssen neue Wege finden, neu agieren. Und deshalb bin ich hier, ich will gucken, wie machen als alle andere, was kann ich für mein Unternehmen nehmen und wie können wir besser zusammen für den Standort Norderstedt zusammenarbeiten, ganz wichtig. Viele Wege wurden schon woanders vorgetastet. Ich merke aber auch, ich sehe was Neues und Konkurrenz. Ja, mein Gott, ich bin Unternehmer, wenn ich nichts unternehme, wer denn dann? Und die Plattform hier im Bereich Norderstedt an meinen Standort mich auszutauschen, ja, mir besser geht's nicht. Finde ich total fruchtbar, diesen Austausch. Ich finde sowas dann auch gerade in anderen Branchen immer wieder interessant und würde auf jeden Fall wieder dran teilnehmen. Netzwerken ist halt immer eine riesen Herausforderung und Riesenaufgabe und ist sehr, sehr wichtig. Aber auch die Ansätze von anderen Betrieben, die wirklich darüber sprechen, wir machen eine 4-Tage-Woche im Handwerk, was auch praktisch und technisch möglich ist. Wir als Produktionsbetrieb, für uns stellt das Herausforderungen, weil die Anlagen laufen rund um die Uhr. Also das sind komplett neue Aspekte, die dann halt immer wieder in den Hinterkopf kommen und die einen so ein bisschen antickern. Das ist natürlich ganz spannend. Stadtwerke und wir machen es ja gemeinsam, werden zum Beispiel jetzt im November einen Zukunftsdialog in Kongressform machen, wo wir verschiedene Themen aufgreifen und dann über einen ganzen Tag bespielen werden. Und wir werden auch weiterhin dieses Frühstück beibehalten. Weil nur über diesen Austausch ist es ja möglich, Erfahrungen auch zu streuen oder weiterzugeben und von anderen auch zu lernen. Dieser Bericht wurde Ihnen präsentiert von der Entwicklungsgesellschaft Norderstedt, EGNO. Weitere Berichte und Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Website www.b2b-wirtschaft.de.